Willkommen bei Game Define, dem Format, in dem wir eine medienwissenschaftliche Theorie so schnell wie möglich leicht verständlich vorstellen. Den Anfang macht der Text Die Spiele und die Menschen von Roger Calvois. Roger Calvois war ein französischer Soziologe aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. In seinem Buch mit dem französischen Originaltitel Les Jeux et les Hommes baute er auf den Theorien von Heusingers Buch Homo Ludens auf, um, unter anderem, eine eigene Definition von Spiel zu erschaffen. Hierfür teilt er das Spiel in vier Grundkategorien ein, welche jeweils noch zwei gegensätzliche Pole besitzen. Des Weiteren definiert er sechs Regeln, die ein Spiel charakterisieren. Und mit diesen Regeln beginnen wir auch gleich. Für ihn ist Spielen eine freiwillige Zusammenkunft der Spieler, unproduktiv und ein räumlich und zeitlich begrenztes Ereignis. Des Weiteren hält er fest, dass der Ablauf eines Spieles immer durch ein Regelwerk festgelegt und der Ausgang offen sein muss. Als letztes behauptet er, dass man sich während eines Spieles immer in einer fiktiven Realität befindet. Sind all diese Voraussetzungen erfüllt, ist eine Tätigkeit ein Spiel und kann nun in Grundkategorien eingeteilt werden. Diese gibt uns Calvois direkt mit an die Hand. Er beschreibt hier Argon, den Wettbewerb, Alea, die Chance bzw. den Zufall, Mimikry oder die Verkleidung und Illenix, den Rausch. Diese sind jeweils noch vertikal unterteilt in Paideia, die unkontrollierte Fantasie, und Ludos, das für hohen Aufwand und Anstrengung steht. Um das ganze System zu verdeutlichen, hier ein paar Beispiele. Wir beginnen mit dem Wettkampf. So sind paideische Argon-Spiele Kampf sowie ungeregelter Wettkampf, währenddessen Sportwettkämpfe in die Ludos-Ecke fallen. Bei Alea sind kindliche Auszählspiele in der Paideia-Richtung zu finden, diesen wiederum steht die Lotterie in der Ludos-Ecke gegenüber. Kindliche Nachahmung ist die unkontrollierte Mimikry, im Gegensatz zum geordneten Theater. Der unkontrollierte Illenix, also der Rausch, findet für Calvois auf der Schaukel oder beim Zirkus statt, während Skifahrer den Rauschzustand eher kontrolliert erzeugen.